So, meine Damen und Herren, wir sollten verabredungsgemäß fortsetzen in unserer Tagesordnung und hatten gesagt, nach der Pause starten wir als Erstes mit Tagesordnungspunkt 48, Schaffung einer öffentlichen Naturschutzgrün- und Sportfläche statt eines Parkplatzes auf dem Drehwerkgelände an der Martha-Frenkel-Straße. Das ist ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, die ihn zunächst einbringen können. Dann ist Rederecht vereinbart worden für Herrn Martin Rudert, der als Nächster dran ist. Und dann gibt es wahrscheinlich ein paar wenige Wortmeldungen, die wir dann bearbeiten. Also zunächst Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Initiative Rudolf Rollt, es geht heute um einen kleinen, aber sehr wichtigen Antrag. Es vorgestellt worden ist ein grüner Antrag, der resultiert aus einer ganz starken Befassung mit diesem Thema im Stadtbezirksbeirat Neustadt. Clemens Schneider, grüner Stadtbezirksbeirat, hat das ganz wesentlich mit vorangebracht. Worum geht es? Sie kennen vielleicht die Situation neben dem inneren Neustädter Friedhof, der Friedensstraße, Martha-Frenkel-Straße, das ehemalige Gelände der Drehwag, auf dem ein großes Gebäude abgerissen wurde wegen Altlastschäden und zum Beispiel die 148. Grundschule neu errichtet wurde. Neben dem Friedhof direkt war geplant ein großer Parkplatz mit insgesamt 71 Stellplätzen. Und die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort im Hechtviertel, die sich das genau angeschaut haben, hatten Fragen an den Stadtbezirksbeirat. Und dort ist dieses Thema dann besprochen worden. Und es wurde sehr kritisch hinterfragt, muss denn das sein, dass wir heutzutage dort diese 71 Stellplätze noch bauen, wenn wir wissen, was die Auswirkungen dann vor allen Dingen in den Hitzesommern sind. Es gab dann zwei Petitionen, die gestartet wurden mit, wie ich finde, großem Erfolg. Insgesamt, glaube ich, um die 5.000 Stimmen. Das ist für so ein kleines Stadtbezirksthema doch ein sehr hoher Zuspruch, wie ich finde. Entsprechend ernst haben wir das genommen und dann auch diesen Antrag hier formuliert. Was sieht der Antrag nun vor? Es geht darum, dass wir als Stadt dieses Grundstück in die Hand bekommen. Die Verwaltung hat auf Grundlage der Petition da auch schon gehandelt und wir hatten ja im letzten Bauausschuss das in erster Lesung. Es geht also um einen Grundstückstausch. Wir werden das im Januar dann wieder im Ausschuss haben und so hoffe ich zumindest dann auch beschließen. Das ist der erste Beschlusspunkt, den wir in diesem Antrag hier fordern. Zweitens wird gefordert, dass auf diesem Grundstück dann eine Grünfläche entsteht, im Gegensatz zu dem geplanten Parkplatz, auch eine Sportfläche. Das Thema Skaten wird uns ja dann gleich im Gastbeitrag noch beschäftigen. Es geht außerdem darum, dass Ausgleichspflanzungen für das große Projekt hinter dem Neustädter Bahnhof Hansastraße, Sie kennen das vielleicht, Gleisbogen, wo jetzt eine große Bebauung entsteht, dass diese Ausgleichsmaßnahmen dort vor Ort stattfinden. Auch die Mobilitätsstation, die geplante, soll weiter geprüft werden und der Stadtbezirksbeirat soll dort beteiligt werden, natürlich inhaltlich, aber er wäre auch bereit, dort mit zu finanzieren über das Budget. Das ist kurz gefasst der Sinn oder das Ziel dieses Antrags. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Antrag. Wir werden das Thema Skaten gleich noch hören. Ich hatte auch Gelegenheit, die Initiative mal selbst zu besuchen, da mit Herrn Rudelt vor Ort zu sprechen. Wir kennen das Thema, was dem entgegensteht. Die offizielle Begründung ist, dass die Friedhofsruhe gestört wird. Dort am Friedhof. Nun, ich glaube, man muss das nochmal genau anschauen. Das ist ein durchaus wichtiges Thema, aber vielleicht ist es nicht unlösbar. Insofern würde ich auch die Verwaltung mit Bürgermeister Kühn nochmal auffordern, dazu uns eine Einschätzung zu geben, wie er das sieht. Es gibt ja gegebenenfalls die Möglichkeit, diesen Tatbestand zu befreien, sodass man am Ende doch dort eine Mischnutzung aus Grün und auch einen Skaterplatz hinbekäme. Das wäre ganz famos. Insofern fasse ich mal zusammen, das ist ein kleiner Schritt für den Stadtrat, für uns, aber es wäre ein großer Erfolg für die Neustadt. Insofern bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung. Jetzt kommen wir zum Rederecht. Herr Rudelt, Sie dürfen nach vorne kommen. Auch für Sie gilt 5 Minuten Rederecht, wie für die Stadträte und Stadträte ebenso.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin Martin Rudelt, auch ein bisschen aufgeregt, vor so vielen Leuten zu reden, deswegen entschuldigen Sie das bitte. Ich bin Teil der Initiative Rudolf Rollt. Wir sind ein Zusammenschluss von Anwohnerinnen aus dem Viertel direkt und setzen uns seit ungefähr anderthalb Jahren mit dem Thema dieser Fläche da auseinander. In unserer Petition haben wir uns klar und deutlich gegen die Pläne der Sachsenenergie ausgesprochen, dort einen Privatparkplatz entstehen zu lassen. Nicht nur Klimawandel und Verkehrswende lassen diese Pläne nicht zukunftsfähig aussehen, auch die Bedürfnisse der Anwohnerinnen verlangen eine andere Nutzung. Deswegen fordern wir in unserer Petition einen sozialen Ort, der für Jung und Alt Möglichkeiten bietet, sich sportlich und sozial zu betätigen und damit auch einen nachhaltigen Ort zur Verbesserung der Lebenssituation in der Neustadt zu schaffen. Unsere Petition war sehr erfolgreich, nicht nur, dass wir 4.636 Unterschriften sammeln konnten, sondern auch dadurch, dass wir durch Gespräche mit unterschiedlichen Interessengruppen scheinbar den Zahn der Zeit getroffen haben. So setzt sich unsere Unterstützerinnenliste nicht nur aus sämtlichen Trägern der sozialen Arbeit in der Neustadt zusammen, sondern auch durch Anwohnerinnenvereine und lokale Unternehmen. So haben sowohl die Stadtteilrunde der Neustadt als Vertretung der Sozialarbeiterinnen als auch der Arbeitskreis Sportliche Kinder- und Jugendarbeit der Landeshauptstadt Dresden in einem offenen Brief an die Stadt unser Anliegen unterstützt. Aber woher kommt der Erfolg unserer Petition? Die Dresdner Neustadt als Kneipen- und Tourismusviertel bietet seit Jahren kaum Möglichkeiten für Sportaktivitäten und die Jugend. Immer mehr Freiflächen und Räume müssen der Bebauung und kommerziellen Nutzung weichen. In der gesamten Neustadt und der Leipziger Vorstadt gibt es kaum Möglichkeiten für Menschen, ihre sportlichen Freizeitaktivitäten auszuüben und das vor allem im Bereich Skateboard und BMX. Skateparks und Pumptracks sind seit Jahren erprobte und beliebte Orte, die sich reger Nutzung erfreuen und die das Qualitätssiegel besonders entwicklungsfördernd der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung erhalten. Auch mit kritischen Stimmen haben wir uns auseinandergesetzt und besonders mit dem schutzbedürftigen Friedhof. Wir haben uns die Sorgen und Ängste derer angehört, die in der Verwaltung arbeiten und sind in einen Dialog gekommen, der auf gute Kompromisse hoffen lässt. In einem Viertel, das nicht nur das geburtenreichste Dresdens ist, sondern auch beliebter Anziehungspunkt für junge Menschen, ist es enorm wichtig, Angebote zu schaffen, in denen generationsübergreifend sinnvollen Freizeitbeschäftigungen nachgegangen werden kann. Mit einer Verbindung aus Park und Pumptrack könnte genau diesen Bedürfnissen nachgekommen werden. Damit würde das Gelände nutzbar für alle, die sich auf Rollen bewegen können. Für schon kleine Kinder wie Jugendliche, vom Rollstuhlfahrer bis zum Mountainbiker, könnten dort alle generations- und milieuübergreifend Spaß haben und sich kennenlernen. Auch die Ziele des Landes Sachsens, zur Mountainbike-Metropole zu werden und den langjährigen Plänen des Stadtbezirksbeirates Neustadt würde damit Folge geleistet. Letztlich zum Erfolg unserer Petition hat aber geführt, dass wir vor allem jungen Menschen ein klein wenig Hoffnung geben konnten. Nicht nur die Hoffnung, dass der schon lange bestehende Wunsch, eine Skate- und BMX-Möglichkeit zu haben, wahr wird, sondern die Hoffnung, dass ihre Stimme auch mal etwas zählt, dass Politikerinnen direkte Forderungen umsetzen. Hoffnung, dass auch mal ein Projekt von unten die oft versprochene Mitbestimmung ermöglicht. Schließt Hoffnung auf ein besseres Leben in der Stadt Dresden. Leider gibt es kaum noch Orte, an denen die Stadt so etwas umsetzen könnte. Deswegen möchte ich Sie heute im Namen all unserer Unterstützerinnen bitten, für den Antrag des Bündnis 90 der Grünen zu stimmen und diese ungeschliffenen Diamanten nicht zu einer Parkplatzwüste verkommen zu lassen. Ich bitte Sie darum, die Hoffnung der Menschen nicht zu enttäuschen, sondern die Grundlage dafür zu schaffen, dass in einem Prozess die unterschiedlichen wichtigen Anliegen mit den Anwohnerinnen, mit dem Friedhof, der Grundschule und den Bedürfnissen des Viertels in einen demokratischen Prozess zu einem guten Ergebnis für alle kommen zu lassen. Vielen Dank für Ihre Zeit. So, jetzt habe ich lediglich zwei Wortmeldungen angezeigt. Na, es waren drei, dann gehen wir doch in die Fraktionsrunde rein. Also, wir beginnen. AfD-Fraktion, wird das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann kommen wir zur nächsten Fraktion, Die Linke, Herr Wirtz. Wie Sie wollen. Eins, zwei. Ja, danke. Nein, die Fraktion Die Linke unterstützt das Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner. Es ist vollkommen selbstverständlich. Es ist
natürlich ein Viertel, was unter Parkdruck leidet. Das ist aber im Prinzip kein Viertel, was im Prinzip wo fremd geparkt wird, sondern das sind die Autos der Bewohnerinnen und Bewohner. Und wenn die sich dort an dieser Stelle im Prinzip eine Grünanlage wünschen und vielleicht auch ein bisschen mit einer Skaterbahn und keinen Parkplatz, wenn die Drehwerk im Prinzip zum Grundstückstausch in einer weiteren Vorlage dann bereit ist, dann gibt es überhaupt keinen Grund, dem nicht zu entsprechen. Und wir folgen gerne diesem vernünftigen Wunsch, weil er natürlich auch in einem sehr steinernen und zunehmend auch verdichtenden Viertel, der Gleisbogen Hansastraße ist ja genannt worden, der auch aus diesem Grund relativ umstritten ist dort im Viertel, sind wir gerne bereit, diesem Anliegen zu folgen und diesen Antrag zu unterstützen. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dann SPD, Herr Dries. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Rudelt, vorausgeschickt, die SPD-Fraktion wird dem Antrag zustimmen, und zwar aus voller Überzeugung. Auch unsere Stadtbezirksbeiräte in der Neustadt haben sich sehr intensiv mit dem Thema und mit der Initiative beschäftigt und dafür gearbeitet, dass dort eine schöne Lösung gefunden wird. Ich habe mir das Areal auch selber schon 2-3 Mal sehr genau angeguckt, als ich dort mal mein Auto abgestellt habe in den letzten Monaten. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich wollte es an dieser Stelle erwähnen, damit Herr Zastrow sich dann hierher stellt und behauptet, nur Leute ohne Auto würden jetzt für diesen Antrag stimmen wollen. Dem wollte ich an dieser Stelle gern mal vorbeugen. Wo wir noch ein kleines bisschen skeptisch sind, ist tatsächlich eben dieses von Herrn Löser schon angesprochene Thema mit der Verträglichkeit zwischen Friedhofsruhe und Skatepark. Ich finde es aber total richtig, das jetzt noch mal zu prüfen und zu schauen. Ich würde mich persönlich total freuen, wenn es trotzdem klappen würde, weil ich glaube, dass wir in der Neustadt da tatsächlich einen eklatanten Mangel an solchen Arealen haben, wo junge Menschen auch ein paar sportlichen Betätigungen im öffentlichen Raum nachgehen können. Deswegen ist es richtig, das zu prüfen. Wir können es gerade eben noch nicht versprechen, ob es am Ende wirklich klappt. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber ich halte das trotzdem für richtig und auch insgesamt diesen Antrag für sehr gut, aus diesem Areal eben statt einem Parkplatz ein schönes Areal zu machen, was die Anwohnerinnen und Anwohner dort nutzen können, was eine hohe Aufenthaltsqualität hat, was weiteres Grün in die Neustadt bringt. Und dementsprechend werden wir zustimmen. Vielen Dank. Nein, dann Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, der Antrag ist sehr gut, denn ich kenne ihn auch sehr gut, weil ich habe ihn damals noch geschrieben, aber ist in Ordnung. Natürlich werden wir dem zustimmen, und ich möchte aber auch meine Redezeit nutzen, um vielleicht hier im Hause nochmal ein paar Dinge zur rechtlichen Situation zu verlieren. Vielleicht ist das ganz hilfreich. Es wird ja immer davon gesprochen, dass in einer Zone von 35 Metern um Friedhöfe keinerlei Bebauung zulässig sei. Die Regelung ist im § 5 Absatz 5 des Sächsischen Bestattungsgesetzes. Und wenn man da reinguckt, dann ist es sehr interessant. Es ist nämlich keineswegs so, dass im Umkreis von 35 Metern keinerlei Bebauung möglich sei. Wenn man jetzt genau reinguckt, dann steht drinne 35 Meter bis zu einer Wohnbebauung. Haben wir hier nicht. Der Nachbar ist eine Grundschule. Der ist weiter weg als 35 Meter und zum Gewerbe 75 Meter. Das heißt, wir müssen hier einfach mal feststellen, der Fall, den wir hier haben, ist im Gesetz gar nicht geregelt. So, jetzt haben wir Juristen noch mal gelernt, wie man Vorschriften auslegt, und deswegen wird man wohl sagen müssen, dass Sinn und Zweck des Gesetzes ist, dass trotzdem auf jeden Fall, wie es so schön heißt, die Würde des Bestattungsplatzes nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Sie merken da schon, das sind sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Was ist eine Beeinträchtigung? Was ist wesentlich? Was ist die Würde? Und da will ich doch noch ein paar Dinge dazu sagen. Man hält es für völlig selbstverständlich, dass die Würde eines Friedhofes nicht durch eine große vierspurige Straße, die vorbeigeht, beeinträchtigt wird. Da hätte ich dann durchaus meine Fragezeichen, gilt aber als nicht würdelos. Nicht beeinträchtigt. Was ist eine Beeinträchtigung? Also eine Beeinträchtigung wäre sicher, wenn dort Menschen, die dort am Grab ihrer Angehörigen sich einfinden und dort trauern möchten, wenn die, sage ich mal, durch ständigen Lärm irgendwie beeinträchtigt würden, da würde ich durchaus eine Beeinträchtigung erkennen wollen.
Aber wie gesagt, es ist eine Abwägungsklausel und es ist eben keineswegs gerade in diesem spezifischen Fall ein bestimmtes Abstandsgebot vorgegeben. Wir haben hier eine Fläche, die ist durchaus tief, die ist sehr tief, geht ins Grundstück rein und hat eine gewisse Breite, die ist also breiter als 35 Meter, wenn ich das recht sehe. Ich weiß nicht, 40, 50 Meter werden es sein. Und da bietet sich aus meiner Sicht eigentlich, wie Martin Rudel zu Recht gesagt hat, wie es auch im Antrag steht, Kompromisslösungen an. Also ich denke, im vorderen Bereich könnte dann durchaus so eine Sportanlage stattfinden. Da ist ja dann auch noch ein Parkplatz vielleicht, der Thomas Löser hat es gesagt, eine Mobi-Station. Also da haben wir schon, sage ich mal, Lärm und Begängnis. Wir haben dort vorne auch dann den Schuleingang, da ist es ja auch nicht ganz mit ohne Lärm verbunden, wenn die Schülerinnen und Schüler dort reingehen. Ist eine Grundschule, wir haben im hinteren Bereich einen Schulhof. Also ich denke, dort ist sowas durchaus möglich. Man kann da sicher auch technische Lösungen finden, mit irgendwelchen Belägen oder auch mit irgendwelchen Zeiten, die einzuhalten sind. Und an der Friedhofsmauer kann man durchaus auch dann Grünbereich machen, was auch, sage ich mal, eine große Abstandswirkung dann hat. Deswegen denke ich, wir sollten diesem Antrag zustimmen. Wir sollten dort einen Kompromiss suchen. Im Antrag steht auch, glaube ich, schon drin, dass eben dort über eine Bürgerbeteiligung mit allen Beteiligten dort so ein Kompromiss gesucht wird. Ich war selber mal, war vor Jahren schon mit dem, wer war das, mit dem einen Landschaftsplaner, der dort sein Büro hat, der hat dort auch schon Ideen entwickelt. Also ich will einfach sagen, das ist eine gute Sache. Man muss Kompromisse suchen, aber alle Beteiligten sind bereit. Das ist doch eine wunderbare Situation. Ich möchte ausdrücklich nochmal dem Baubürgermeister Stefan Kühn danken, der es geschafft hat, in der Verwaltung das mit der Sachsenenergie auszuhandeln, dass wir zu dieser einvernehmlichen Lösung kommen. Und ich denke, für die Neustadt wäre das ein Riesengewinn. Also vielen Dank und machen wir es so. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Schluss oder das Einreichers gewünscht? Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Damit so beschlossen. Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich habe gerne mit Ja gestimmt und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mein tiefes Unverständnis und Verärgerung darüber zum Ausdruck bringen, dass die CDU-Fraktion dem nicht zugestimmt hat, aber auch nicht den Arsch in der Hose hatte, um hier dann wenigstens einen Redebeitrag dazu zu machen. Ich finde es erbärmlich. Es gibt nur persönliche Erklärungen, jetzt, jetzt die Beschimpfung von anderen Fraktionen danach.